Ja, aber wenn sich schlussendlich vielleicht herausstellt, dass genau hinter der Veröffentlichung dieses Videos Kräfte stehen, die dann schlussendlich das, was dort nur gesagt worden ist, in die Tat umgesetzt hat, ja, wenn es in die Richtung geht, dass genau diese Kräfte, die dann tatsächlich bei Zeitungen sich eingekauft haben, wenn es darum geht, dass wirklich politische Mitbewerber dahinter gestanden sind und es gibt Indizien, die in diese Richtung gehen, ja, dann glaube ich, sollte man das der österreichischen Bevölkerung nicht vorenthalten und dann sollte man aber auch die Person Heinz-Christian Strache nochmal anders bewerten. Sie sprechen von Kräfte und politischen Mitbewerbern. Meinen Sie damit die ÖVP? Es gibt in viele Bereiche unserer politischen Mitbewerber in Österreich zumindest Indizien, die dorthin reichen, also zumindest personelle Überschneidungen, die immer wieder auffallen, die wir jetzt in den nächsten Monaten natürlich auch entsprechend aufarbeiten müssen. Und ich finde es ja auch trotzdem spannend, dass heute bereits die ÖVP sozusagen in die Offensive gegangen ist und jetzt davon spricht, dass die Mails, die angeblich von ÖVP-Mails selber gekommen sind, nicht von Ihnen gewesen wären und dass es Fälschungen gibt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder sind wirklich Fälschungen oder auch die ÖVP sieht sich mittlerweile Kräften gegenüber, die sozusagen ihr nichts politisch Positives wollen und dann wird wohl auch die ÖVP daran interessiert sein, dass man aufklärt, was ist eigentlich das für ein Netzwerk, das hinter diesem ganzen Gesamtkomplex steht. Mhm. Es gibt ja auch immer die Spekulation, es soll ein Geheimdienst dahinter stehen. Was halten Sie davon? Naja, soviel ich mittlerweile weiß, und ich bin ja doch ein bisschen eingebunden, auch in die Hintergrundrecherchearbeit, was dieses Ibiza-Gate betrifft, dürfte sich zumindest bei dem Haus, also bei dieser Finca, auf der das gedreht worden ist, um ein an sich in Geheimdienstkreisen bekanntes Haus handeln, das immer wieder für solche Operationen herangezogen wird. Jetzt gehe ich nicht davon aus, dass man das lediglich nur auf booking.com buchen kann, sondern dass es da schon gewisse Netzwerke oder zumindest gewisse Absprachen gegeben hat, wo man sagt, wo gibt es überhaupt solche Immobilien? Weil Sie werden wahrscheinlich genauso wenig wie ich wissen, wo man solche Häuser mieten kann. Das heißt, ich gehe davon aus, dass da schon Kontakte auch zu Leuten gegeben hat, die sich wirklich auskennen. Okay, aber Geheimdiensthaus heißt das, haben Sie da schon einen konkreten Verdacht, welcher Geheimdienst? Nein, ich kann Ihnen das noch nicht genau sagen. Es gibt Gerüchte, die besagen, dass zum gleichen Zeitpunkt auch Beamte des BVDs auf Ibiza waren. Das ist einmal eine sehr interessante Komponente. Und eine zweite Komponente, die ich interessant finde, ist der Umstand, dass gerade einer der besten Nachrichtendienste der Welt, der BND, offenbar nichts gewusst haben möchte von dem Video und dass man da also in der Süddeutschen zwar ankündigt, dass dieses Video erscheinen wird, aber trotzdem auf anderer Ebene offenbar kein Kontakt gepflegt wurde. Also auch das ist interessant, das passiert einem deutschen Geheimdienst normalerweise nicht, dass das einfach so platzt. Mhm.